Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei Mario & Luigi 2 Partners in Time. Ich bin wirklich sehr gut im Abschätzen. Der letzte Part hat nur 19 Minuten 20 gedauert. Ich habe keinen Timer, also... Ja. Obwohl, nee, warte, ich gehe nochmal zurück. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon drin war. Ich guck da jetzt mal rein. Ah ja, doch, ich war da drin. Shit. Sorry. So, und du redest nicht. Ja, genau, ich kann mich erinnern. Hier hat man, glaube ich, ein paar Items hingepackt. Also jetzt müssen wir Augen offen halten. Hier gibt es, glaube ich, sogar einen Ausrüstungsgegenstand. Einen guten, glaube ich, sogar für den Anfang. Jetzt gucke ich erstmal mit den großen Brüdern, ob da irgendwo ein Block ist. Nee, glaub nicht. Ich mache hier nochmal einen Stopp und gehe nach rechts. Ich habe auch ein bisschen das Mikro runtergepegelt, weil das irgendwie im letzten Part ein bisschen laut war, glaube ich. Aber nicht zu laut, also es ging noch. Kommt ja eigentlich immer gut an, wenn das Mikro laut ist, aber jetzt so extrem laut, naja. Was macht Luigi? Warum wabbelt der da so rum? Naja, egal. Wir untersuchen hier schön jeden Zentimeter. Hier kann überall ein guter Block sein. Ja, da ist auch schon einer. Und zwar, wir finden hier... Ja, ein Euro, weißt du? Mal eben Euro. Jetzt wird man den auf der Straße oft, gerade im Nassen finden, hä? Aber da drin ist was Gutes drin, glaube ich. Und dort drin ist ein One-Up-DX-Pilz. Das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Item. Also das kriegt man auch nicht jeden Tag. Zwar später im Spiel schon, aber jetzt gerade noch nicht. Oh, ich habe gerade das Gefühl, dass es ein bisschen laggt. Kurzer Cut. So, da sind wir wieder nach dem Cut. Ich habe jetzt ein bisschen an den Einstellungen gefixt. Und wir haben direkt mal eine Bro-Blume bekommen. Es war eigentlich... Das Problem ist, hier wird ein bisschen viel gerendert. Also die ganzen Stacheln. Das scheint wohl dem meinem PC... Oh, die wilde Hosen. Scheint wohl meinem PC ein bisschen weh zu tun. Ja, also die wilden Hosen, die steigern den und die steigern den Angriff ein wenig, aber die Verteidigung wird mal wieder um mehr als die Hälfte gesenkt. Also ist die Scheiße. Können wir vergessen. So. Was mache ich eigentlich für einen Scheiß? Mario und Reed, die sollen dann natürlich drauf. So. Okay, jetzt passt es wieder. Okay, hier muss doch noch was sein. Und zwar ein Zehner. Besser als ein 1 Euro, aber ist auch nicht genug für den Aufwand hier, finde ich. Man muss jetzt wirklich hier jeden Block untersuchen. Und hier ist auch noch ein bisschen drin. Also ein 5 Euro oder so, wann ist nur drin? Und ja, das ist nicht wirklich viel, würde ich sagen. So. Okay. Wir sind am Ende angelangt. Aber da war doch noch was, oder? Naja, egal. Oder ich cutte jetzt einfach nochmal und gehe da nochmal neu hin. Obwohl, nee, kein Bock. Ich hab da jetzt keinen Bock drauf. Wir wollen jetzt direkt hier rein und gucken, was darin abgeht. Auf jeden Fall sieht's hier schon ganz komisch aus. Mit lilanen Boden und hässlich eingenietete Platten. Und die Musik ändert sich. Und die hört sich eigentlich genau perfekt an für diese Fabrik.
Die Lahnfabrik wurde infiltriert. Mach weiter so. Besiege die Schrubs und finde den Kobaltsternsplitter. Gut. Wir gehen erstmal auf diesen Knöpfchen und... So. Was ist denn hier? Hammerbrüder? Zutritt verboten. Sämtliche Teppeneindringlinge werden von uns Hammerbrüdern verhackstückt. Okay. Ihr werdet anscheinend ein wenig kontrolliert, würde ich sagen. Wir sind Verbündete der Schrubs. Wir euch verhackstücken und dann halbtot lachen, ja, dann heulen. Wir erhalten Order über Antennen auf Helm, klasse Teile. Müssen allen Befehlen gehorchen. Wir verhauen gerne Deppen. Meister Schrub. Dann ziemlich glücklich. Meister Schrubs? Okay. Ihr gleich Deppen. Brüder gleich toll. Bereit für Vermöbelung. Tut, 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 tut. Eine Nase? Mario und Luigi, was macht ihr? Scheiße, jetzt müssen wir als Babys gegen die kämpfen oder was? Ja, genau. Versucht rauszukommen. Komm, komm, komm. Ja, gut. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh. Ja, okay. Dieser Kampf ist wirklich relativ schwer, würde ich sagen. Also für den ersten Dingskampf, weil ich glaube, man muss sie sogar beide killen. Gleichzeitig. Also ich weiß es gar nicht mehr, weil ich habe das lange nicht mehr gespielt. Deppen immer noch aktiv. Weiter draufhauen, bis Deppen verhackstückt. Ja. Flucht unmöglich. Wieso toll? Wie euch noch Schmerz schuldig. Ihr platt gemacht von tollen Hämmern. Das werden wir nicht. Okay, wir packen erstmal den grünen Panzer aus. Auf den oberen Hammer, Bro. Auch wieder schöne Bossmusik im Hintergrund. Und ich hab verkackt. Ja, also wenn der Hammer den aus der Hand fällt, ich glaube dann, also da muss man gar nicht springen. Wenn der dann schlägt, dann muss man springen. So habe ich es auf jeden Fall noch in Erinnerung, glaube ich. Keine Scheiße bauen. Boah, bis zum Ende durchgehalten. Du kriegst noch mal eine rein. Boah. Ich glaube, ich bin hier der King drin, ey. Okay. Oh, shit. Schade. So, der obere hat ein bisschen Schaden bekommen. Jetzt würde ich sagen, wir machen jetzt mal die Bro-Blume. Gut. Hat ein bisschen Schaden gemacht bei beiden. Packe ich noch mal die Bro-Blume aus, weil die wirklich nützlich ist bei den beiden. Gut. Deine ist down. Gut. Boah, ist das abartig, hä? Du kriegst die Bro-Blume noch mal an den Arsch. Ich glaube, die zieht ein bisschen mehr als der grüne Panzer. Die Attacke Kanonengeballer, die werde ich nur bei dem wirklich Final Boss hier... Also ich kann ja auch gerade nicht, weil wir sind zu wenige Brüder gerade. Die werde ich bei dem Final Boss von diesem... von dieser Fabrik machen erst. Oh shit, das war schlecht, aber der ist down. 80 Erfahrungspunkte. Also das ist wirklich eine große Ausbeute, aber wir kriegen kein Level. Na klar. Shitty. Sorry, dass ich so viel cutten musste eigentlich. Noch und so. Also, ja. Oh, die Antenne auf meinem Helm ist kaputt. Oh Mann, endlich. Hey, meine ist auch kaputt. Was für ein Glück. Hast du dir mal angehört, was wir für einen Müll von uns gegeben haben? Ich weiß, Kumpel. Mal ernsthaft, wer spricht denn so? Ja, wie auch immer. Ich glaube, diese Knöpfe
Pupser haben uns befreit. Glaubst du, ihr kleinen Windelpupser habt unsere Antennen geschrottet? Oh ja, yeah, haben wir. Ja, geil. Ihr habt unsere Haut gerettet. Wir waren nicht mehr richtig im Kopf. Dann wollen wir als Dank euch mal Hämmer überreichen. Yeah, wir haben das Hämmer. Die Hämmer, diese, also das Hämmer, Timing ist wirklich sehr schwer in dem Spiel. Ich krieg das nicht mal im normalen DS hin, also an der Tastatur würde ich das auch glaube ich, nicht hinbekommen. Jetzt könnt auch hier Hammerbrüder sein. Aber vorher sollten wir euch beibringen, wie ihr damit umzugehen habt. Ich bin gerade irgendwie am Stottern, aber egal. Mhm. Seid ihr bereit, das 1x1 des Hämmern zu erlernen? Wir klären es euch von hier oben aus. Also sperrt die Augen auf, Kerlchen. So. So, der obere Screen wird erstmal angezeigt von mir. Okay, Schritt 1. R. Drück R. Um das Action-Kommando und das Symbol zum Hammer und Bohrer Dingenskirchen zu schalten. Wenn diese Symbole angezeigt werden, vollführen sie X und Y. Also, mehr folgt sofort. Habt ihr die Action-Symbole durch Drücken von R umgeschaltet, müsst ihr nur noch X drücken. Ja, und Mario haut dann voll aufs Maul. Und er kann dann Hindernisse kaputt machen. Dann macht das mal. So, also wir packen den Hammer aus und klatschen hier alles kaputt. Gut. Yeah. Boah. Cool. Gut, du scheinst ein Naturtalent zu sein, Kleiner. Nun wollen wir die zweite Hammeraktion lernen. Die ist echt scharf. Damit könnt ihr euch in die Erde graben und unterirdisch reisen. Somit könnt ihr unter Toren und sämtlichen Hindernissen hindurchkriechen. Wie ich bereits vorhin erklärte, drückt R, um das Action-Symbol zu wechseln und so. Drückt danach Y, somit seht ihr aufeinander. Seht ihr aufeinander? Ah ja klar, steht aufeinander und so. Dann drückt ihr nochmal Y. Ja, schon grabt ihr euch in den Boden ein. Wie ein Bohrer halt. Geil, ne? Mit dieser Technik könnt ihr direkt unter diese Barriere hindurch. Um wieder an die Oberfläche zu gelangen, drückt X oder Y. Sehen wir uns das mal an. Los, Jungs. Wir machen das jetzt mal. Und mit dieser Technik können wir auch diese unter diese X graben und die auch dann wieder rausholen. Und was euch da, was sich darunter befindet, das werdet ihr dann ja sehen. Eines habe ich noch vergessen. Durch härtere Böden wie den vor euch könnt ihr euch leider nicht bohren. Das ist leider der Nachteil dieser Fähigkeit. Aber egal. Dafür haben wir ja den Hammer und können alles kaputt machen. So. Und der hier sitzt auf dem Powerblock oder auf dem Fragezeichen. Egal. Irgendwie habe ich gerade kleine Hänger. Somit endet die Hammerstunde, ihr kleinen Racker halt. Oh, wartet. Eine kleine wichtige Information haben wir noch. Sucht während eures Abenteuers nach verdächtigen Markierungen auf dem Boden. Ja, das habe ich euch gerade gesagt und ihr habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen, diese X'e da. Findet ihr eine solche Markierung? Dann grabt euch hinein und gleich wieder nach oben. Dann, darunter ist halt eine Bohne, eine Bohne. Also es wird schon gesagt, was sich darunter befindet. Sammelt ihr viele Bohnen, werden euch gute Dinge widerfahren und so. Das ist alles, was wir euch darüber zu erzählen haben, Knirpse. Setzt diese Hämmer ein, um eure Kumpel zu retten. Dann mal los, Bruder. Jo. Yeah. Geile Musik und so. Was haben wir denn hier Schönes? Ja klar, wir können da nicht durch und da sind komische Dinger. Anscheinend ein Baum, wie man auf der Karte sieht.
will auf diesen Zweierschalter. Gut. Okay, hier können wir uns drunter graben. Jetzt macht mir hier nochmal einen kleinen Tutorial-Lauf, würde ich sagen. Die Dinger hauen wir kaputt. Und dich auch und dich auch. So, und hier haben wir eine Bohne. Ja. So, jetzt packe ich hier nochmal den ollen Hammer aus. Um hier runter zu kommen. Obwohl, nee, das mache ich jetzt später. Ich gehe erstmal dahin, wo wir am Anfang sein sollten. So, okay. Jetzt müssen wir den Block betätigen und wir bekommen ein paar Pilze. Gut. Na komm. Na komm. Mach keine Faxen. Gut. Beeilt euch. Ich finde auch nur ein bisschen blöd, dass man unter der Erde ein bisschen langsamer ist als oberhalb. Wir müssen nämlich jetzt hier diese komischen Schalter hier betätigen. Da hauen wir natürlich mit Gewalt drauf. Und eine Plattform erscheint. Was steht hier? Wand, Schalter, Schlag, Freude. Okay. Schlag, Freude. Okay. Ich glaube, hier muss man drüber springen. Oh, nee. Ich dachte, man muss da drauf landen, aber wohl doch nicht. Ich probiere den Scheiß nochmal. Ja gut. Okay, da klatsche ich drauf und die zweite Plattform erscheint. Oder fährt aus. Wie man sieht halt. Eigentlich beides das gleiche. In dem Fall. Wir gehen jetzt hier in eine Lüftungsschacht wahrscheinlich. Ja, es ist ein Lüftungsschacht. Und hier bekommen wir die Frischwurzen. Wir packen den Hammer aus und versuchen dann... Ja, dann nicht. Hey! Passt gut auf, denn jetzt zeigen wir euch, wie man mit Hämmern kämpft, so wie wir. Ja, also wenn wir so kämpfen können wie ihr, dann wäre das eigentlich ganz geil. So Hämmer werfen und so, aber ich glaube, das könnten wir nicht. Jetzt drück X. Dieses Kommando ist sowas von scheiße schwer. Also, sagt mir mal, wie ihr das empfindet, das Timing. Ich finde das so extrem. Dann... Ich finde, das ist sowas von extrem, das Timing. Oh, shit. Oh, Mann. Ich zeige es euch jetzt mal. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt durch Glück. Oh, ja. Entweder waren bei mir am DS die Knöpfe kaputt, oder... Scheiße. Oder ich war da einfach viel zu schlecht. So. Weil die sind am... Ah, am DS sind die ein bisschen analoger, die Tasten, als an meiner Tastatur. Kann auch daran gelegen haben. Also das heißt, dass die so ein bisschen wabbeliger waren. Ah. Und... Stirb. Boah, wie ich jetzt gerade abgehe mit dem Hammer, ey. Hätte ich nicht gedacht. Dass ich so gut mit dem Hammer bin. Ich kann mich noch erinnern, als ich da immer rumgefailt habe mit dem Hammer. Weil ich den einfach nicht konnte. Aber ich gehe erstmal da oben lang. Weil ein schönes Item ist. Ein Pilztau. Also, den Pilztau kann ich euch erklären. Und zwar, ihr setzt ihn ein. Und alle Brüder werden geheilt, auch die Kleinen. Also alle auf einmal werden geheilt. Na komm. Allerdings nicht so viel wie bei normalen Pilzen. Ist bei dem normalen Pilztau nur um 20 oder so. Muss ich gleich nochmal nachschauen. Stirb. Du Aslak. Oh!
finde nur schade, dass man in diesem Spiel keine Hammerattacken hat. Glaube ich zumindest gerade. Ich glaube aber ja nicht. Es gab nur Kram mit der Feuerblume. Es gab nämlich noch eine Attacke. Und sogar zwei Attacken, die was die etwas Ähnlichkeit mit der Feuerblume haben. Es ist auch ganz cool, wenn man sich in die Erde grabt und dann unter einem Gegner wieder hochfliegt, dann werden die Gegner nämlich hochgeschossen und man kann die schlagen. Das gerade nicht geklappt hat. Dafür sterben die aber jetzt. Puh, Alter, ich kann den Hammer jetzt voll gut. Also ich empfehle euch, drückt direkt X oder Y. So. Den beherrsche ich jetzt, den Hammer. Und bekomme einen grünen Panzer. Ja. Den habe ich nicht gesehen, aber egal. Ist wieder eher Erfahrungspunkte sammeln und neue Level und so. Stirb. Da ist er auch verwirrt. Manchmal ist die Gegner auch verwirrt, wenn man den mit dem Hammer angreift. Das ist wirklich sehr hilfreich. Weil dann können die nicht mehr angreifen. Wir können aber auch verwirrt werden. Oder liegen. Das hasse ich so, wenn die da liegen und rumzappeln. Und nicht mehr aufstehen können, irgendwie aus irgendeinem Grund. Hier sind ein paar Items. Und diese Scheiß... Ich glaube, das war wieder die Scheiß-Jeans, ne? Die unbekackte Jeans da. Oh, es geht mir nicht auf den Sack. Verzeihen Sie bitte die Störung. Ich muss Sie nun über die Bohnen informieren. Bitte drücken Sie A. Drücken Sie nun bitte nach rechts auf Steuerkreuz. Mach ich doch. Oder drücken Sie R, wenn Sie mir folgen können. Hier sehen Sie, wie viele Bohnen die beiden Kleinen bereits aus dem Erdreich zutage befördert haben. Das ist alles, worauf ich hinweisen wollte. Zurück zum Abenteuer. Irgendwie war dieses Tutorial gerade richtig unnötig. Und wir wurden unnötig auf den Sack gegangen. Und ich glaube, das war sogar die Jeans. Ich gucke es nochmal. So, und es war diese Jeans. Die ist mir jetzt mal egal, weil die scheiße ist. Und ich grab mich hier nochmal drunter. So. Wir machen erstmal diese komischen Wurzeln von diesem hässlichen Baum ab. Wird schon was bringen, weil Mario und Luigi da drin hängen und der Baum macht wahrscheinlich den Elan richtig für die UFOs der Aliens. Und ich würde sagen, wir haben unsere Mario und Luigis wieder. Die großen natürlich. Ja. Und nee, da kommt's wieder und wir kriegen wieder Gegner an den Latz. Hey. Gut, ihr seid ein Herz und eine Seele. Ja, so muss es sein. Nur gemeinsam seid ihr stark. Ist doch gut. Gut für die Gesundheit. Wir bringen euch bei, wie man den Hammer einsetzt. Wenn ihr im Huckepack-Modus seid, okay? Wähle den Hammer. Oh ja, es gibt ja auch noch eine Fähigkeit, wie man den Hammer noch ein bisschen verstärken kann. Aber ich weiß gerade nicht genau, wie die geht. Und ich glaube, die war auch sau schwer. Die mache ich jetzt mal direkt. Und dann A drücken. Und dann nochmal X. Lass mich noch die Sache erklären für den Grünling und so. Wer den Hammer? Zack. Und das gleiche eigentlich. B drücken. Und dann Y. Das probiere ich jetzt auch direkt mal aus. Boah, bin ich blöd, ey. Oh Mann. Wir geben unser Bestes und so. Wir sind raus. Bin ich froh drüber. Jetzt können wir endlich mal ohne geschützt werden kämpfen. Ja, das kann ich. Gut. So.
So, ich würde sagen, wir machen bei dir mal den Bart nicht. Die Geschwindigkeit sieht gut aus. Verteidigung ist scheiße, Angriff ist scheiße und das ist... Na, das wollte ich gar nicht. Ja, egal. Ja, okay, dann machen wir bei dir mal den Geschwindigkeitswert um. Ich glaube, ich werde hier verarscht. Naja, egal. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde heulen und so. Also, falls euch dieses Video gefallen hat, dann schreibt einen Kommentar und vergesst die Bewertung nicht. Das war's, bis dann. Tschüss!